Herzlich willkommen zu unserem Aquadon Shower Hero Anwendervideo. In diesem Video erfahren Sie, wie Aquadon Shower Hero richtig angewandt wird und Sie erhalten nützliche Tipps zur Handhabung. Los geht's! In der Verpackung finden Sie einen Aquadon Shower Hero und die Gebrauchsanweisung. Vor der Verwendung empfiehlt es sich, die Betriebsanleitung gründlich zu lesen. Installation. Stellen Sie sicher, dass der Duschmischer abgedreht ist. Entfernen Sie die Plastikkappe an der Unterseite des Griffs. Schrauben Sie den vorhandenen Duschkopf ab, schließen Sie den Aquadon Shower Hero Duschkopf an Ihren Standard-Duschschlauch an. Sprühstrahleinstellung. Wählen Sie zwischen den drei Einstellungen Regenschauer, Sprühstrahl und Massage. A. Regenschauer. Super weicher, seidig sanfter Fluss, ideal für empfindliche Haut. B. Sprühstrahl. Eine Mischung aus Regen- und Massagefunktion. C. Massage. Fokussiert den gesamten Druck mittig für eine tiefe, beruhigende Massage. Hinweis: Wir empfehlen bei besonders kalkhaltigem Wasser bzw. je nach Härtegrad Ihres Wassers nach Bedarf den Duschkopf zu entkalken. Drehen Sie dafür den Befestigungsring gegen den Uhrzeigersinn ab und entnehmen Sie die Metallscheibe. Vor dem Entkalken die Dichtung entfernen. Für etwa 10 bis 15 Minuten in Essigreiniger oder Entkalker oder ähnlichem einlegen, danach abspülen. Die Scheibe wieder identisch zu vorher einsetzen. Mineralperlen. Die Powerkombination der Perlen aus den wertvollen Mineralien Turmalin, graue Perlen, Ferninfrarotton, rote Perlen und Calciumsulfid, weiße Perlen, aktiviert, reinigt und entkalkt das Wasser. Es wirkt weicher, klarer und ist frei von unangenehmen Gerüchen. Tausch der Mineralperlen. Erstens, schrauben Sie den Duschkopf ab. Zweitens, entfernen Sie die Verschlusskappe der Perlen. Drittens, ziehen Sie als erstes die weißen Perlen aus dem Handgriff heraus, danach entfernen Sie die roten Mineralperlen. Viertens, entnehmen Sie den schwarzen Filter und entleeren Sie die grauen Mineralperlen. Fünftens, befüllen Sie den Duschkopf mit neuen Mineralperlen. Sechstens, setzen Sie die Verschlusskappe wieder auf und schrauben Sie den Duschkopf wieder fest. Hinweis: Wie oft die Mineralperlen getauscht werden müssen, hängt auch davon ab, wie viele Personen im Haushalt leben und wie oft und lange diese duschen. Als Richtwert empfehlen wir, die Perlen zweimal pro Jahr auszutauschen. Ersatzperlen sind unter www.mediashop.tv erhältlich. Wichtiger Hinweis: Tritt nach dem Anschluss des Aquadon Shower Heroes Wasser neben dem Duschschlauch aus der Überwurfmutter heraus, verwenden Sie handelsüblichen Dichtungshanf oder ein Dichtungsband, um die Verbindung abzudichten. Sollten Sie bei der Anwendung Schwierigkeiten oder Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte telefonisch unter 0800 376 36 06 oder senden Sie eine E-Mail an kundendienst@mediashop.tv. Falls Sie das Produkt noch nicht erworben haben, finden Sie unterhalb des Videos den Link, der direkt zu Aquadon Shower Hero führt. Und nun wünschen wir Ihnen viel Erfolg mit Aquadon Shower Hero und hoffen, unser Anwendervideo war Ihnen eine Hilfe. Ihr Mediashop-Team.